Dann bringt alles zurück. Haben wir hier draußen nichts mehr? Okay, dann erstmal wieder zurück. Auch eigentlich könnte man auch porten, ha? Huh? Geht dann doch ein Ticken schneller. Ist schon wieder. Erfahrungsgewinn. Ich habe mir schon gedacht gerade. Wir haben schon wieder so viel EP. Also müssen wir ein bisschen gucken. Wenn uns das zu schnell geht, müssen wir wieder stoppen heute. Dass du alles in der Truhe sammelst. Ich habe mir mit der Zeit große Sammeltaschen angeschafft. Aber in der Truhe habe ich ja keinen. Ach so, in meiner. War bis jetzt nicht nötig. Bis jetzt eigentlich nicht nötig. Ich habe noch Platz. Und ich habe dann immer nur die Sachen da, die ich eben für den Beruf brauche. Und ich habe noch Platz. Also von dem her brauche ich keine Sammeltaschen. Wo müssen wir denn hin jetzt? Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen noch Wuskrat. Ja, machen wir erstmal Wuskrat. Und dann können wir nämlich wieder zur Tarnin. Ich glaube, diese Sammeltaschen, die kriegt man ja auch nur im Shop, ne? Und da ist mir das Geld oder halt die Währung ein bisschen zu schade. Ah, nein, wir müssen eins weiter hoch. Weil das ist was, wo ich nicht so dringend benötige. Da müssen dann die Bankcharaktere herhalten. Was führt euch in diese Lande? Mit diesem Proviant haben wir für die kommende Zeit genug Nahrung und andere Vorräte für die neuen Rekruten und ihre Familien. Vielleicht werden wir doch bald sehen, wie die Menschen der Nohofen Etengels anstelle von Theodors Reitern verteidigen. Ich danke euch. Stehe in eurer Schuld. Das wäre natürlich super, wenn man dann die Hilfe überhaupt gar nicht mehr braucht. Und jetzt zur Tarnin zurück. Ihr habt Wuskrat bei seiner Aufgabe geholfen. Aber ich glaube, ich spiele auch nicht so viel wie du, Rainer. Und habe nicht so ganz so viel angesammelt. Von dem her. Ich glaube, wenn ich so intensiv spielen würde wie du, dann hätte ich das wahrscheinlich auch schon genutzt. Weil ich kann ja nichts wegwerfen. Ich will ja auch immer gerne alles behalten, was ich so einsammle. Das habt ihr sehr gut gemacht. Für die Hilfe, die ihr mir und meinen Leuten geboten habt, muss ich euch loben. Man sagt, dass man nur in den düstersten aller Zeiten den wahren Wert im Charakter eines Menschen sehen kann. Und ich habe viel Gutes in meinen Leuten gesehen. Ich lerne noch, wie ich in Eltengels als Tarnin am besten dienen kann. Ich kann kein mächtiger Krieger sein wie mein Mann und auch kein furchtloser Verteidiger wie mein lieber Sohn Pendulf es war. Doch ihr habt mir gezeigt, dass ich die Fähigkeit besitze, Unterstützung zu sammeln. Und die Bewohner dieser Stadt zusammenzubringen. So habt ihr mir eine sehr wichtige Gabe verliehen. Ich brauche eure Hilfe. Für jene, die bleiben, um Eltengels zu verteidigen, habt ihr viel getan. Würdet ihr auch jenen, die sich von hier fortbegeben wollen, Unterstützung bieten? Ihr Verlangen, sich auf die Flucht zu begeben, solltet ihr ihnen nicht übel nehmen. Ich habe Mann und Sohn verloren, als sie versuchten, unser Heim zu verteidigen. Doch ihnen waren die Risiken ihrer Handlungen bewusst. Ich würde niemanden solch ein Schicksal aufbürden, der nicht gewillt ist, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Greve Adelwart hat uns einfach im Stich gelassen. Die Einwohner von Eltengels haben sich entschlossen, die Feinde durch ihren eigenen Mut und ihre Stärke zurückzudrängen. Lasst uns diese schwere Aufgabe allein erledigen, aber ich habe noch eine Bitte, bevor ihr aufbrecht. Also, sie will es allein schaffen ohne mich. Runald und seine Familie haben vor, sich nach Edoras zu begeben. Runald war einst ein Berater meines Mannes und ein Wohltäter dieser Stadt und ihrer Einwohner. Aber die Gefahren haben ihn dazu bewogen, seine Familie an einem anderen Ort zu beschützen. Sucht ihn nahe des südlichen Tores auf und helft ihm bei seinen Vorbereitungen.
Danke. Ihr habt noch etwas für mich? Ja, die kenne ich gut. Sie gehörten meinem Mann. Der Mann ist vor einem halben Jahr gefallen und die Sachen liegen noch dort. Wundert mich. Das Schwert wurde Pendrad von seinem Vater vermacht. Warum hatte dann Pendrad das Schwert nicht, sondern es lag noch auf dem Feld? Beim Gedanken daran, dass er es nie seinem eigenen Sohn weiter vermachen kann, kommen mir die Tränen. Ach so. Es wäre er weiter an den Sohn gegangen, aber er hatte nicht mehr die Gelegenheit dazu, so rum. Ich vermisse Pendrad und Pendrulf so sehr. Ich danke euch, dass ihr mir diese Gegenstände zurückgebracht habt. Ich werde sie in meiner Halle ausstellen, um ihre Erinnerung für die Bewohner von Eltengels zu bewahren. Naja, vielleicht findet sie ja noch einen Mann. Wobei, sie ist auch schon älter, oder? So alt sieht sie jetzt hier nicht aus. Aber wenn sie einen erwachsenen Sohn hatte, dann... Naja, jetzt nochmal neu anfangen mit Baby. Die Sammeltaschen für Aufgaben und Handwerksgegenstände sind echt ihr Geld wert. Und ich habe meiner Bardin eine Instrumententasche gegönnt. Die Instrumententasche könnte ich sogar verstehen. Sammeltaschen für Aufgaben. Aber Aufgabengegenstände meinst du jetzt für Aufgabenbrett? Also für Anschlagbrett? Diese Sachen, also das hier, was ich hier immer so schön horte. Aha, okay. Ja, das ist dann schon praktisch. Aber wie gesagt, ich habe nicht so die Not, dass ich jetzt unbedingt auch so noch so eine Tasche haben wollte. Sprecht mit Runald, dann haben wir hier gar nichts mehr, ne? Nur die zwei Sachen, okay. Aber für meine Linny könnte ich mir solche Sachen, solche Taschen mal vorstellen. Die hat immer so ein bisschen Probleme mit Taschenplatz. Da könnte ich das mal angucken. So, ah, hier stehen sie. Mann, Frau und Kind. Munzunu. Was sind das für ein Name? Katzterre. Okay. Katzterre. Kann sein Kind so nennen. Das ist überhaupt kein schöner Name. Es sei denn, man spricht es komplett anders aus eigentlich. Einmal random Name Generator drüber laufen lassen und ihr irgendeinen Namen verpasst. Was habt ihr mit den Rohirrim zu schaffen? Seid gegrüßt. Es bleibt nur noch wenig Zeit, bis ich fortgehe. Würdet ihr mir ein wenig helfen? Meine Familie will Eltengels nun schon seit einer ganzen Weile verlassen, doch wir lassen ein ordentliches Haus hier, das nicht leer stehen sollte. Würdet ihr bitte in der Stadt mit dem weisen Herrelof sprechen und ihm sagen, dass er das Gebäude nach eigenem Ermessen nutzen soll, bis meine Familie irgendwann zurückkehrt? Also wollen sie doch wieder irgendwann zurückkommen? Oder nur vielleicht im Falle? Die Aufgabengegenstandstasche gebe ich auch von Charakter zu Charakter weiter, denn diese Aufgaben gehen ordentlich Erfahrung für legendäre Gegenstände. Also ich löse die auch immer ein, zumindest bis ich den Ruf voll habe. Und, ja okay, legendäre Gegenstände brauchen ja keine Erfahrung mehr. Aber für die Leiste gilt's ja. No. 10 Tage übrigens noch für die Leiste. Ich habe es bloß nicht weiter eingelöst, weil ich gerne... Warte mal. Ich glaube, weil da jetzt irgendwo ein Pet kam, was ich mit meinem Main lieber einlösen wollte. Ach nee, das ist schon... Habe ich schon. Oder? Doch. Warte mal, beanspruchen? Oh Gott, guck mal, wie viel ich beanspruchen kann. Hier, ja genau, weil ich das Pet mit ihr holen wollte. Wenn es ein Pet ist, ja. Und nicht bei ihr haben will. Muss ich mal tun. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Ah! Ich glaube, ich muss mir einen Reminder
einstellen, damit ich das nicht wieder verpasse, so wie letztes Mal. Da habe ich auch die letzten paar vergessen noch einzulösen. Obwohl ich euch daran erinnert habe, aber ich selbst habe es dann vergessen. Eine Nachricht von Runald? Ich verstehe. Ich werde einen guten Nutzen für sein Heim finden. Es kommen viele Flüchtlinge nach El Tengels. Ihre Heime und Höfe werden niedergebrannt und von Orks und Urukai besetzt. Ich werde ein paar zuverlässige Leute finden, die das Haus bewohnen und sich gut darum kümmern werden, bis Runald zurückkehrt. Sein Heim wird in guten Händen sein. Okay. Ireloff hat sich einverstanden erklärt, Runalds Heim und dessen neue Bewohner zu bewachen. Da ich aber jetzt in letzter Zeit so arg mit anderen Dingen beschäftigt war, habe ich mit ihr nicht immer noch eingeloggt, um die ganzen Sachen endlich mal abzugeben am Auftragsbrett. Das sollte ich mal tun, sonst sind die Tage dann wieder vorbei. Man kann ja jeden Tag immer nur eine bestimmte Anzahl einlösen, weil ich will nicht mit Mithril Münzen resetten oder so. Aber man muss natürlich auch regelmäßig dran denken, sonst nutzt das alles nichts. Was habt ihr mit Gut gemacht. Ireloff ist ein guter Mann und ich bin mir sicher, er wird sich sorgfältig um unser Haus kümmern. Meine Frau Katzter möchte euch auch um einen Gefallen bitten. Würdet ihr bitte mit ihr sprechen? Katzter. Wie kann man diesen Namen schön aussprechen? Katzter. Ach, keine Ahnung. Wäre ja Französisch. Englisch, Französisch, gemischt. Oh nein, ein No-Go. Abschiede sind eine anstrengende Angelegenheit. Ich kann mich einfach nicht dazu bringen, ein letztes Mal mit all meinen Freunden und Nachbarn zu sprechen. Die Trauer ist einfach zu groß. Ich möchte meiner besten Freundin Fritnid, genauso ein bescheuerter Name, ein Geschenk machen. Ich bin gemein. Sie hat meine goldene Halskette immer so schön gefunden und ich möchte, dass sie hat. Würdet ihr Fritnid bitte sagen, dass ich die Kette unter dem kleinen Stein in ihrem Hof versteckt habe? Ich hoffe, sie kann verstehen, warum ich es ihr nicht selbst sage. Es fällt mir einfach zu schwer. Aber die beste Freundin, die will man doch noch mal zum Abschied umarmen, selbst wenn es noch so schwer fällt, oder? Also ich könnte das nicht. Bei mir würde was ganz Unangenehmes zurückbleiben, wenn ich so wegginge, ohne mich verabschiedet zu haben. Das wäre viel belastender für mich als dieser kurze Schmerz beim Abschied. Hauptsache, ich sehe den nochmal, ich kann den nochmal drücken. Und dann geht man und dann nimmt man dieses Gefühl mit, das man da so am Schluss hatte. Dieses, ich habe mich verabschiedet, könnte nicht einfach so weggehen. Nun gut, dann machen wir das halt für sie. Blub, 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 blub. Wo wohnt die denn? Oder müssen wir die Kette auch noch unter dem Stein vorholen? Ah nein, da ist sie. Ah. Was führt euch? Einen wunderschönen Tag. Die liebe Katz, der hat euch geschickt. Ach ja, ich wusste, dass sie fortgeht. Und ich verstehe gut, dass es ihr schwerfällt, sich zu verabschieden. Ich werde in Gedanken auf ihrer Reise bei ihr sein. Jetzt erzählt Fritnit von dem versteckten Geschenk, das Katzter für sie hinterlassen hat. Ich kann es kaum glauben, dass sie mir ein wertvolles und wunderschönes Geschenk machen würde. Ich werde immer an sie denken müssen, wenn ich sie sehe. Bitte richtet ihr meine besten Grüße aus. Sehr merkwürdig, vor allem sie ist ja noch da! Ihr habt Fritnit von Katzters verborgenem Geschenk erzählt und euch für Katzter bei ihr verabschiedet. WB, Skymanic. So, da haben wir jetzt einfach mal Boote gespielt. Was wollt ihr von den Ach, ich fühle mich gleich besser, nachdem ihr mir gesagt habt, dass Fritnit mein Geschenk gefallen hat.
Es stimmt mich so traurig, mich von meinem alten Heim und meinen Freunden zu verabschieden, doch ich werde sie für immer in meinem Herzen tragen. Und so werden sie nie weit weg sein. Wir müssen unsere letzten Vorbereitungen treffen, doch mein Sohn Mundsunu würde noch gerne mit euch sprechen. Der Kleine. Nee. Ich soll nicht mit Fremden sprechen. Hallo ihr da. Mein Name ist Mundsunu. Mama und Papa erzählen mir, dass ich mich von all meinen Freunden und von Eltengels verabschieden muss. Ach, so traurig war ich noch nie. Ich hoffe, dass Edoras so toll ist wie in all den Geschichten. Doch meine Freunde werde ich bestimmt ganz doll vermissen. Mama sagt, im Wagen ist kein Platz mehr für mein Spielzeug. Könntet ihr Barzin sagen, dass er sich bitte um meine Puppe, Hauptmann Pindel, kümmern soll? Hauptmann Pindel wird unheimlich einsam sein, wenn niemand mit ihm spielt. Und Barzin oder Barkin wird ihm sicher ein guter Freund sein. Kann er den nicht im Arm mittragen? Ich meine, es ist eine Puppe. Die kann man doch mit rumtragen. Oh, dauernd Treppen hoch, Treppen runter. Deswegen wollen die sich nicht verabschieden. Die haben keine Lust, die ganzen Treppen dauernd hoch und runter zu laufen. So ist das. Soll doch der Hobbit hüpfen. Ach, das ist sogar ein Mädel. Die freut sich bestimmt über die Puppe. Meine Eltern sagen, dass... Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Eine Puppe? Ich verstehe nicht so recht. Ihr seid doch etwas zu alt, um noch mit Puppen zu spielen. Ach, ihr meint Hauptmann Pindel. Das ist Mundsunus Puppe. Ich werde mich für ihn gut um den Hauptmann kümmern. Sagt Mundsunu, dass er mich besuchen soll, wenn er älter ist. Dann werde ich ihm alles über meine Abenteuer mit Hauptmann Pindel erzählen. Dann interessiert ihn die Puppe vielleicht gar nicht mehr, sondern eher das Mädel. Barkin hat sich bereit erklärt, sich um Mundsunus Spielzeug zu kümmern. So, jetzt geht's aber los, oder? Ich danke euch, dass ihr uns dabei helft, unsere letzten Vorbereitungen zu treffen, bevor wir losziehen. Eltengels war ein schönes Heim. Doch ich werde mich viel sicherer fühlen, wenn wir die Tore der Stadt des Königs erreicht haben. Wir werden bald zu unserer Reise in den Westen aufbrechen. Ist halt voll weit von hier, ne? Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Wir sind endlich bereit, unseren gefährlichen Weg nach Edoras anzutreten. Wir wurden gewarnt, dass der erste Abschnitt unserer Reise am gefährlichsten sein könnte, da jene, die sich von der Stadt aus nach Süden bewegen, regelmäßig von Orks überrascht und angegriffen werden. Ihr wart uns ein guter Freund. Dürfte ich euch um einen letzten Gefallen bitten? Beschützt uns auf diesem ersten Teil unserer Reise, damit wir unser Ziel ohne Zwischenfälle erreichen können. Begleitet Runalds Familie, bis sie sich in Sicherheit befinden. Okay, dann mal los. Wir können aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Bitte beschützt den Wagen. Auf dem ersten Abschnitt der Straße werden wir sicherlich den Orks ins Auge fallen. Jetzt, da Runalds Familie den Wagen beladen und sich von ihren Freunden verabschiedet hat, wird es Zeit, dass sie aus Eltengels aufbrechen. Eine äußerst bedrohliche Straße liegt vor ihnen. Okay, also hier und dann hier runter. Das ist nämlich schon, das ist voll weit, ne? Also die müssen hier runter. Hier, dann müssen sie rüber. Ich nehme mal an, hier. Leider können wir hier nichts klicken. Dann hier rüber. Dann müssen sie hier. Also das ist. Na, geil. Hier so blub. Moment. Doch. Hier ist Edoras. Na, das ist schon ordentlich weit. Ist ja blöd, dass man hier nicht rüberkommt in die andere, nach Ost. Wuhan, per Klick. Okay, dann zieht mal los. Bleibt nahe, naja, die Orks könnten uns jeden Moment angreifen. Wir müssen auf der Straße bleiben und den Schutz des Außenpostens des Händlers im Westen suchen. Begleitet den Wagen auf der Straße. Bleibt nahe, meine Frau und mein Sohn werden sich versteckt halten, bis wir den Außenposten erreichen. Da kann ich mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern. Geht in Bereitschaft, sie kommen gleich jetzt schon. Ja,
Oh nein, das Pferd ist vergiftet. Vorwärts, wir sind in Gefahr, bis wir den Außenposten des Händlers erreichen. Oh Gott, wo ist denn der? Ich glaube, das hier, oder? Aber auch dann eine nette Möglichkeit, zum nächsten Quest-Hub geleitet zu werden. Passt auf, es sind mehr von ihnen zurückgekehrt. Weg da vom Wagen. Das Pferd hält aber auch nichts aus. Vorwärts, wir sind in Gefahr. Und vor allem... Oder der Wagen, ja, das gehört halt zusammen. Der heilt sich auch nicht, oder? Okay, dann muss ich mal gucken, dass ich beim nächsten Überfall... Beim nächsten... Geben sie denn nie aus? Ich hoffe, das ist der letzte, dass ich beide schon mal anhaue, dass sie beide... Oder ist diesmal nur einer? Nur einer. Ah doch, da ist noch einer. Habt ihr euch so gedacht? Noch mehr? Wir haben solch ein Glück, dass ihr uns beschützt. Ja, gell? Da vorne sieht man ja auch schon die Zelte. Was kommt denn da an? Ein Quetscher. Der quetscht nicht lange. Noch einer? Hofft, dass der Wagen auch hält. Ja, komm, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es geschafft. Der Außenposten des Händlers liegt direkt vor uns. Alles klar, Skymanic. So, wir sind da. Der Wagen ist sicher am Außenposten des Händlers angekommen. Wir sind angekommen. Ohne eure Hilfe hätten wir die Reise nicht überstanden. Wir schulden euch so viel. Ich muss schnell einige Vorräte für meine Familie einkaufen, dann werden wir gleich wieder abreisen. Richtung Süden, auf den Weg in Elfhelms Lande und weiter nach Edoras sollten wir in Sicherheit sein. Lebt wohl und möge euch das Glück hold bleiben, Freund. Hoffentlich treffen wir uns irgendwann wieder. Vielleicht solltet ihr euch den Händlern vorstellen und ihnen für ihre Dienste danken. Sie sind hier geblieben, um uns zu unterstützen, während der König und der Greve uns längst den Rücken zugekehrt haben. Hallöchen. Ofrid. Wenn ihr vorhabt, alleine zu reisen, solltet ihr euch Vorräte besorgen. Was führt euch in diese Lande? Ihr müsst uns nicht danken. Wir helfen gerne jenen, die sich in Not befinden. Wenn wir uns nicht aufeinander verlassen könnten, könnten wir uns auch gleich den Orks vor die Füße werfen und uns von unserem Leben verabschieden. Naja. Man kann auch... Ja klar, wenn alle dann gegeneinander kämpfen, dann wird irgendwie gar nichts. Wie ich sehe, versteht auch ihr das. Nehmt dies für eure Bemühungen. Ich bin der Meinung, dass gute Taten eine Belohnung rechtfertigen. Was hat er denn da? Waffe brauchen wir eh nicht, aber vielleicht einen neuen Schild? Nee, nicht so wirklich. Der hat halt schon, der hat mal mehr Rüstung und so, aber das ist, glaube ich, nicht das, was ich brauche. Und der, den ich habe, der hat halt Crit. Und das finde ich halt sehr nice. Oh, 20. Dann nehmen wir die 20 Silberstücke. Willkommen in unserem Außenposten. Unser Lager hier ist für alle von Vorteil. Wir helfen jenen auf der Straße, die nach Schneegrenze und Edoras fliehen, und bieten ihnen benötigte Vorräte. Im Austausch erhalten wir genug Münzen, um die Wachen zu bezahlen, die uns verteidigen.
und uns gelegentlich dabei helfen, größeren Ork-Streitmächten aus dem Weg zu gehen, wenn diese an uns vorbeiziehen. Doch manche haben angefangen, diese gefährlichen Zeiten und die Verzweiflung einiger Reisender auszunutzen, indem sie die Preise ihrer Waren ungerechtfertigt erhöht haben. Würdet ihr dies mit den anderen Kaufleuten besprechen? Überzeugt sie, beim Festlegen ihrer Preise gerecht vorzugehen. Schließlich sind wir alle Untertanen desselben Königs, egal ob wir Kaufleute oder Reisende sind. Also hat er einen Gerechtigkeitssinn, einen guten. Okay, schauen wir uns mal um. Der hier ist eine Sie. Werdet ihr den Pferdeherren helfen? Ofrid hat bemerkt, dass ich ein paar Preise erhöht habe. Vor dem kann man auch gar nichts geheim halten. Ich schwöre, es hat nichts mit Gier zu tun. Es ist einfach nötig. Ihr habt doch sicher die Wachen gesehen, die hier patrouillieren. Ihren Schutz kostet uns einiges. Doch mit der steigenden Gefahr steigt auch der Preis, der sie dazu überzeugt, bei uns zu bleiben. Ich wollte mich darauf vorbereiten, indem ich jetzt ein wenig mehr verdiene. Doch wenn Ofrid der Meinung ist, dass es das Richtige ist, meine Preise wieder zu senken, dann werde ich das tun. Ihr habt den Kaufmann überzeugt, einen vernünftigen Preis zu verlangen. Ah, der Kauffrau. Wo sind noch mehr Kaufleute? Wahrscheinlich die mit den normalen Ringleinen. Werdet ihr den Rohirrim helfen? Nö, doch nicht. Ist eine eigenständige Aufgabe. Mir ist schon klar, dass meine Preise zu hoch sind. Doch daran kann ich rein gar nichts ändern. Ah doch, das gehört dazu. Zur Herstellung dieser Gegenstände benötige ich Wolfsfelle. Mit den derzeitigen Problemen beim Handeln und Reisen konnte ich nicht die für meine Arbeit notwendigen Materialien beschaffen. Wenn ihr mir Felle der graupelzigen Wölfe aus der Nähe bringen würdet, werden sich meine Preise mit Freude senken. Okay. Na, da ist noch einer. Was führt euch in diese Lage? Ofrid meint also, wir sollten die Preise unserer Waren nicht erhöhen? Wieso denn? Verdiene ich etwa nicht ein paar mehr Münzen, wenn ich mein Leben für diese Dienste aufs Spiel setze? Ach, egal. Vielleicht hat Ofrid ja recht. Vielleicht ist die Ehre wichtiger als ein paar mickrige Münzen. Ich habe noch nie erlebt, dass Ofrid sich geirrt hat, also werde ich mich bereit erklären, meine Preise niedrig zu halten. Okay. Da wird er sich freuen. Nur noch mit dem. Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Ihr habt gute Arbeit geleistet, lebendig unser Lager zu erreichen. Die Straßen werden mit jedem Tag gefährlicher und die Lösung von König Theoden ist es, weniger Reiter zu senden, die sie beschützen könnten. Da ist es keine Überraschung, dass weniger Reisende versuchen, unser Lager zu erreichen und dass jene, die es tun, regelmäßig entlang der Straße im Osten von Orks angegriffen werden. Wenn ihr euch um die heimtückischen Angreifer kümmern könntet, werden wir alle in eurer Schuld stehen. Also mal wieder Orks töten. Was übrigens ein Hauptgrund war, warum ich eine lange Pause hatte, als ich in Rohan gequestet hatte. Denn überall, wo wir hingekommen sind, töte Orks, sammle Vorräte. Töte Orks, sammle Vorräte. Töte Orks, sammle Vorräte. Die Wölfe sind wohl da unten und die Orks auch. Das ist praktisch, wenn die schön beieinander sind. Aber wenn es einigermaßen in einer netten Geschichte verpackt ist. Dann geht's ja wieder. Wookie! Einen schönen Sonntag an alle und auch an dich. Schön, dass du da bist.